Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Unboxing. Heute packe ich den Tribute 64 2,4 GHz Wireless Controller für den N64 halt aus. Das ist ein Controller, habe ich mich sehr darauf gefreut, dass Retrobit den rausbringt. Und zwar ist es halt ein Wireless Controller, wie schon gesagt, ne, wo man halt an den N64 Original anschließen kann und auch USB, wie ich ja auch zum Beispiel schon den für Super Nintendo den Controller habe und für Sega Mega Drive, da habe ich ja auch einmal einen Receiver für USB und für die Originalkonsole. Und das ist ein Controller, habe ich mich sehr drauf gefreut, weil ich hasse den N64-Controller. Also das mit diesen drei Dingern, da bin ich nie mit klar gekommen. Damals als Kind hatte ich mal beim Freund N64 gespielt und ich habe es gehasst. Also richtig nicht gegriffen. Entweder hast du dann halt den Stick dann irgendwie gehabt oder das Steuerkreuz. Und dann hast du hinten die Z-Taste nicht vernünftig gehabt oder die Schultertaste. Ich bin damit nie klar gekommen, heutzutage auch immer noch nicht, wo die Hände vielleicht ein bisschen größer geworden sind. Ich mag da Dinge einfach nicht. Aber ich möchte natürlich die Spiele gerne spielen. N64 hat eine Menge schöne Spiele. Unter anderem, was ich immer spielen wollte, ist Turok. Und das hoffe ich mit dem Controller dann vernünftig spielen zu können. An der Original-Hardware mit dem HDMI-Kabel von HyperKing können wir dann auch ein schönes Bild machen. Habe ich auf Instagram mal ein Foto gepostet, als ich das Kabel geholt hatte, auch mit Turok. Und bin da schon ganz gespannt drauf, mit dem Controller hier mal zu spielen. Ich hatte ja auch vorgehabt, dieses Jahr noch im Livestream das Pokémon Snap zu machen. Gucken, dass wir das dieses Jahr überhaupt noch schaffen. Jetzt komme ich überhaupt gar nicht zum Livestreamen. Aber dafür wollte ich halt diesen Controller haben und freue mich jetzt endlich einen, ja hoffentlich wirklich handlichen Controller und dann auch noch Wireless zu haben. Habe ich beim Dragon Box Shop vorbestellt, einmal als das bestellbar war. War zwischenzeitlich auf jeden Fall ausverkauft. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile welche reinbekommen hat. Ich habe irgendwie die Tage, hatte ich mal was gesehen, da hatte der mit Kabel gebunden. Also diesen Controller, aber kabelgebunden in Rot, hat er, glaube ich, in den Shop dazu getan. Und kann man natürlich auch machen, ne? Wenn ein Kabel jetzt lang genug ist und man nicht weit genug, also nicht so weit weg ist. Aber ich sitze ja hier dann am Rechner immer nur und gerade beim Streamen und da sind die Kabel auch irgendwie lästig, weil das dann nicht gerade zur Konsole geht, sondern so seitlich und das ist dann irgendwie blöd unhandlich. Deswegen will ich gucken, dass ich alles nur in Wireless kriege. Einen Xbox-Controller könnte ich noch Wireless gebrauchen, also für die erste Xbox. Dafür brauche ich allerdings auch noch das Hyper-King-Kabel, das kriege ich auch irgendwie nirgendwo. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir erstmal hierzu. Haben wir es auf Englisch, Spanisch müsste das, glaube ich, sein, ne? ES. Und Französisch steht es hier drauf. Aber ist eigentlich kein Hexenwerk, ne? Man hat halt diese Receiver hier nochmal abgebildet. Das ist halt der gleiche wie bei den anderen Controllern schon auch. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob der SNES Receiver auch für den Mega Drive koppelbar ist. Ist ja eigentlich relativ egal, weil ich nutze es ja immer nur an Original-Hardware, also mit Original-Anschluss. Hier von Analog, die Konsolen haben ja den originalen Anschluss und nicht USB. Deswegen in Anführungszeichen original, ne? Weil es ist keine Original-Konsole, aber der Anschluss ist halt der gleiche, um Original-Controller auch anschließen zu können. Der hat, soviel ich weiß, eine Rumble-Funktion. Bin mir nicht ganz sicher. Und irgendwie mit den Speichern. Es gibt ja diese Speicher-Dings bei den N64-Controller, die man reinstecken musste. Irgendwie war da auch was. Ich kriege halt aber nicht ganz auf die Kette. Müsste ich auch nochmal irgendwie mich schlau machen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mit dem N64, wie das da mit dem Speichern und dieser Memory-Karte ist. Weil ich meine, ich hätte mal ein Spiel gehabt. Da musste ich nicht in den Controller irgendwie eine Speicherkarte reintun. Es gibt dann ja auch verschiedene Erweiterungen. Das Transfer-Pack soll wohl nicht funktionieren. Um jetzt hier Pokémon Stadium da mit Game Boy Color oder da glaube ich Game Boy Color Spiele Pokémon zu transferieren, das geht glaube ich nicht mit dem Transfer-Pack. Das hatte ich gelesen oder gehört. Weil ich glaube, das von der Goombox Shop hat das glaube ich auf der BlizzCon. In der digitalen BlizzCon hat das, glaube ich, erwähnt gehabt. Da habe ich es, glaube ich, her. Und ich meine aber, es wurde gesagt, Speichern und Rumble funktioniert. So. Karton ist ja eigentlich ganz schön, aber hier mit diesem Plastikding, das ist nicht so wertig. Da war der Sega-Controller echt bisher der beste verpackte. Hier haben wir einmal das Instruction Manual, die Konfigurations der Button, was für was ist. Das ist schon irgendwie interessant, dass es da Unterschiede irgendwie gibt. Wenn man wahrscheinlich dann hier steht was von wegen Makros, um da irgendwas zu konfigurieren. Ich denke mal, ich werde den Controller nur am N64, allerhöchstens halt noch am Raspberry Pi anschließen. Und werde da eigentlich gar nichts groß dran ändern, sondern ja, bei Raspberry Pi muss ja sowieso alles einstellen. Eigentlich ist das
ich sag mal, kein Controller für den Raspberry Pi für mich, weil ich habe da irgendwie noch nicht rausbekommen, wie ich verschiedene Controller da irgendwie einstellen kann. Irgendwie ist es immer ein PlayStation-Controller und muss dann halt irgendwie die Button da so zuordnen, aber die einzelnen Punkte, was man zuordnen kann, sieht immer wie, ist immer wie ein PlayStation-Controller. Deswegen habe ich den SNES-Controller, will ich für den Raspberry Pi haben mit den Analog-Sticks. Das passt dann ganz gut. Und ja, das werde ich wahrscheinlich den N64 gar nicht. Aber ich, das ist auch jetzt momentan kein Spiel, für den N64 auf Raspberry Pi spielen wollen würde. Hab da auch keine Demo oder so von irgendeinem Kickstarter-Projekt. Das sind ja so Spiele, die ich auf Raspberry Pi da meinen Stream spiele. So, wir haben hier den Receiver, wie gesagt, ist der gleiche wie bei allen anderen auch schon gewesen ist. Dann der etwas größere Receiver für die Original. Ich habe jetzt noch nicht von GameCube das gesehen. Es gab ja damals von GameCube offiziell auch einen Wireless-Controller. Den hätte ich eigentlich auch gerne mal, einen Wireless-Controller für den GameCube. Wäre cool, wenn Retrobit das auch mal bringen würde. Da war auch, glaube ich, so ein fettes Ding. Aber hier ist es auf jeden Fall schon allein so dick, weil hier kommt dann halt das. Hier, die Speicher, der Memory-Dings kommt dann hier rein. Please remove before use. Da kann man, denke ich mal, das hier ist dann die Umschalttaste. Zack. Na. M für. Ja, hat er nicht mehr. Halt, bleibt doch die Schärfe. M für. Ich muss mal den Controller auf Seite schieben, weil die ganze Zeit den Controller wieder neu fokussieren will. Das ist natürlich aber nicht das, was ich will. M wird für Memory sein und R, denke ich mal, für Rumble, dass man dann halt das umstellen kann. Hier ist noch mal eine extra Stromversorgung. Ich weiß nicht, ich habe bisher noch nie eine extra Stromversorgung an diesen Adaptern gebraucht. Also die Konsolen haben immer genug Strom ausgegeben, die Originalen genauso wie die Klonkonsolen, also der Retron 5 oder halt auch die von Analog haben immer genug Strom für den Receiver rausgegeben. Also ich habe bisher noch keinen Receiver extra mit Strom befeuern müssen an irgendeiner Konsole. Aber die haben das irgendwie immer. Keine Ahnung. Hier ist wahrscheinlich so ein Reset-Knopf, würde ich mal vermuten. Und das müsste, wie gesagt, Memory und Rumble-Funktion sein. Sollten wir vielleicht doch mal hier reinschauen. Receiver, USB-C-Kabel, bla bla bla. Müsste doch eigentlich irgendwo hier. Das ist nur auf andere Sprache da. USB-Receiver. Troubleshooting. Update. Paaren. Ist meistens eigentlich kein Problem. Das geht ganz einfach. Einfach immer nur Start drücken, dann blinkt das, nochmal Start drücken. Dann sind die eigentlich immer schon gepairt. Zumindest war das bei den anderen Controllern so. Aber hier ist keine Beschreibung für, wofür das ist. Das kann doch nicht sein. Also, ich meine, hier ist ja der Receiver. Features. Cable. Mein Englisch ist wieder grottenschlecht, habe ich ja so oft schon erwähnt. Aber so ein bisschen kommt man durch. Nach 5 Minuten pennt das Ding ein. Das ist ja auch vollkommen okay. Troubleshooting Factory Reset. Bla 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 bla. Und Controller, also Controller. Powerless. 20 Stunden. Aber ich sehe jetzt hier nichts von wegen, wenn du umschaltest auf M ist das. Wenn du umschaltest auf R ist das. Also schreib es mir gerne in den Kommentaren, wenn ich so blöd bin mit meinem Englisch, das zu verstehen. Aber ich check es einfach nicht. Ich sehe es nicht, dass es hier irgendwo geschrieben ist. Glaub, bei dem Dingen hier, keine Ahnung, was der komische Warnungsteil ist. Ich probiere es einfach aus. Weil man könnte ja bei der N64, so viel mein Laien wissen, was N64 angeht, konnte man ja immer nur wählen, entweder hast du das Rumble-Pack drin gehabt oder du hast halt eine Memory-Karte drin gehabt. Das heißt, du konntest nicht beides auf einmal machen. Hier würde es ja theoretisch gehen. Die Rumble-Funktion ist ja hier im Controller drin und nicht hier drin. Aber wahrscheinlich musst du hier umschalten, damit die Konsole sagt, okay, ich habe jetzt eine RAM-Funktion oder ich habe jetzt die Memory-Funktion, weil die Konsole wahrscheinlich nicht beides gleichzeitig irgendwie auf die Reihe kriegt, weil das einfach nicht vorgesehen war. Deswegen wird es wahrscheinlich hier auch nicht funktionieren. So würde ich das zumindest interpretieren. Für mich wäre das dann immer Memory. Wobei ich keine Memory-Karte habe für das N64. Ich muss echt mal, könnt ihr auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, wofür braucht man diese Memory-Karte? Braucht man die bei jedem Spiel? Gibt es kein Spiel, was auf dem Spiel speichert? Wegen Speicherbatterie oder sonstiges? Wie funktioniert das? Wie verhält sich das? Da müsste ich mich echt mal gucken, dass ich noch eine Memory-Karte mal irgendwo besorge. Gibt es bestimmt auch von irgendwelchen anderen Anbietern, die das immer noch herstellen, also man nicht original braucht. Soviel erstmal zum Receiver für den N64 und jetzt der Controller.
Controller. Ich habe mir vom Bild schon gedacht, dass das zu groß ist immer. Ich habe mir gedacht, oh, das ist vielleicht so ein Riesenklotz, so wirkte das immer, weil das hier sogar ein 1:1 ist. Ich habe immer die Befürchtung gehabt, das ist ein Riesenklotz, der unbequem in der Hand liegt. Aber nein, der liegt sogar sehr gut bequem in der Hand. Wie man auch vielleicht hier so hinten sehen kann, nur mit diesen Einbuchtungen, das schmiegt sich schon sehr bequem an. Also das muss ich echt sagen. Man kommt an den Stick, der auch sehr bequem ist, also bequemer als der Originale, würde ich sagen. Der Original hat ja auch gerne das Problem, dass die total verschleißen. Also wenn ihr euch einen gebrochenen Controller N64 kauft, guckt echt, ob das Ding ein bisschen schief hängt oder so. Die sind total ausgeleiert. Man kann die tauschen beim N64, das ist halt auch nicht mehr original, aber die das Kunststoff, wo die irgendwie drin sind, das verschleißt total. Ich habe selber noch nicht auseinandergenommen, aber ich habe ein paar Videos gesehen, wo die das getauscht haben. Und dann hast du da so richtig diesen abgeriebenen Kunststoff, da, also wie so Mehl ist das dann hinterher, wenn du das rausnimmst. Die verschleißen halt extremst. Das erinnert mich mehr so an den GameCube, würde ich sagen. Ne? Auch hier mit dem Dingens. Das fühlt sich sehr, sehr smooth und angenehm an. Also generell bin ich mit den Retro-Bit-Controllern echt super zufrieden. Druckpunkte, es fühlt sich echt super an. Leichter als ich gedacht hätte, aufgrund der Klobigkeit. Aber auch die Schultertasten, die sind ganz, ganz angenehm. Und ich denke mal, da kann man auch vernünftig dann wirklich mitspielen, wenn man überall drankommt und jeden Knopf gut jederzeit nutzen kann. Was teilweise auch nötig ist. Gibt jetzt halt die Remix von Turok, aber ich würde eigentlich echt gerne lieber auf den N64 spielen, weil das so ganz komisch ist. Ich möchte eigentlich nicht dieses angepasste an PlayStation 4 oder Xbox oder sonstiges spielen. Ich möchte tatsächlich das mit dieser Erfahrung mal ausprobieren. Wenn ich es komplett verkacke, dann werde ich vielleicht dann auch abbrechen und dann mir dann die Remix dann holen, wobei es dann digital sein wird. Ich kaufe mir das jetzt nicht für 60 Euro. Turok 1 und 2 bei Limited Run Games kann man das gerade bestellen. Aber ich will es einfach wirklich, wie gesagt, an den N64 mit seinen Macken spielen, um diese Spielerfahrung einfach zu haben. Das reizt mich dann schon. Da will ich es nicht mal bequem haben, aber auch nicht so krass wie mit den alten Controller. Also ein bisschen bequem. Es muss schon steuerbar und handelbar sein. Ich hoffe, das geht mit den Controller ganz gut. Ja, ich habe, wie ihr seht, die transparente Variante genommen. Ich mag das eigentlich sehr, diesen transparenten Look. Hatte mein Game Boy Advance auch damals in einem transparent hätte vielleicht ein Ticken dunkler sein können, das Lila. Wirkt nämlich hier auf dem Karton auch wesentlich dunkler, ne? Also nicht so ganz krass durchscheinend. Aber naja, ist eigentlich relativ egal. So, man guckt eh nicht auf den Controller, ne? Man guckt aufs Spiel und nicht auf den Controller. Aber ich finde das schon ganz cool. Und ich habe mir auch schon was überlegt, wie ich die diese ganzen Wireless-Controller hinstelle, weil die fliegen jetzt momentan immer irgendwo rum. Ich habe so viele Controller. Mein Sohn, der ist auch immer erstaunt, wie viele Controller der Papa hat. Und da habe ich eine Idee. Muss aber gucken, ob ich das so umgesetzt bekomme, weil manche Sachen davon sind nicht so leicht zu erhalten von der Idee, die ich habe. Aber mal gucken, werde ich dann auf jeden Fall bei Instagram und auch mal vielleicht ein Roomtour-Update dann zeigen. Was mir aber gerade noch auffällt, ist, hier ist irgendwie eine rote Einschluss. Ja, das sieht man jetzt nicht so gut, weil das spiegelt. Aber das ist irgendwie so ein roter Strich. Da sieht man's. Ja. So ein roter Strich. Und das geht, glaube ich, nicht ab. Das ist, glaube ich, wirklich im Plastik drin. Das ist irgendwie blöd. Aber kein Grund, sowas zu reklamieren. Das wäre, der Aufwand lohnt sich da nicht. Naja, okay, soviel zum Retro-Bild Tribute 64 Controller. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Und wie gesagt, gebt mir mal irgendwie Feedback mit der Memory-Karte, wofür man die überall braucht und ob ich mir die holen muss. Und wo ich vielleicht eine günstig herbekommen kann, bitte auf jeden Fall in den Kommentaren mal schreiben. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Unboxing gefallen hat. Und lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.